In der einen Stadt heißt es blaue Nacht, in einer anderen kurze Nacht. In den meisten Städten heißt sie die lange Nacht der Museen. In Zwickau heißt es schlichtweg Museumsnacht. Was sonst in den Sommermonaten veranstaltet wurde, fällt dieses Jahr in die Festwoche zur 900-jährigen Ersterwähnung von Zwickau. Die siebte Zwickauer Museumsnacht bildet am 5. Mai das Finale der Festwoche zur 900-Jahr-Feier. Traditionell irritiert der Name Museumsnacht etwas über Beginn und Ende der zahlreichen Veranstaltungen. Denn der Start der meisten Aktionen ist lange vor Einbruch der Dunkelheit. So wird es auch diesmal wieder sein. Passend zur Festwoche thematisieren alle teilnehmenden Einrichtungen am 5. Mai dieses Stadtjubiläum. Alle Programme stehen ganz im Zeichen von 9 Jahrhunderten Geschehen in der Muldestadt. Integriert in die Museumsnacht ist aber auch das Festival of Lights. Für beide gibt es einen rührigen Helfer. Erstmal ist es richtig, dass wir das seit mehreren Jahren die Museumsnacht unterstützen. Aber dieses Jahr sind wir auch angesprochen worden, sowohl die Museumsnacht zu unterstützen, was wir sehr gern tun, aber auch das Festival of Lights, was ja einen der Höhepunkte in der Festwoche 1. bis 5. Mai darstellt. Aber auch ein städtisches Unternehmen ist ein bewährter Partner, nicht nur dieser Aktion bzw. dieses städtischen Ereignisses. Also der FSV, der BSV und unser Sportengagement liegt natürlich sehr nah. Viele Leute kennen das Thema, aber auch das Thema Kultursponsoring wird bei uns großgeschrieben. Von daher kann ich sagen, dass wir schon langjährig die Stadt unterstützen und alles, was an Themen Kultur und Events passiert, da sind wir auch dabei. Und selbst wenn das nicht so viele mitbekommen, klar, logisch, das FSV-Stadion ist jede Woche groß gefüllt, aber ich denke auch die Museumsnacht zieht viele Besucher und von daher auch ein großes Engagement bei uns im Haus. Und wie sieht die Unterstützung dieses Jahr konkret aus? Also konkret unterstützen wir die ganze Veranstaltung finanziell, aber ich denke auch ein ganz wichtiger Punkt, über den man auch mal nachdenken sollte bei einer Museumsnacht, man braucht natürlich auch in den späten Abendstunden genügend Strom, um das Licht anzuschalten, damit alle Menschen auch was sehen von den vielen kulturellen und künstlerischen Angeboten. Diese Angebote können per Shuttlebusse zwischen den insgesamt 8 teilnehmenden Einrichtungen besucht werden. Und mit Sicherheit ist für jede Altersklasse und jede Interessentengruppe etwas dabei. Das reicht von Musik über Lesungen, Führungen und Filme. Dabei rechnen die Organisatoren zweifelsohne mit dem Hype der ausklingenden Festwoche und des Festivals of Light. Denn wachsende Teilnehmerzahlen sprechen eine eindeutige Sprache für den Zuspruch an der Museumsnacht. Vom Zuspruch erstmal so, dass wir klein angefangen haben mit ein paar wenigen 100 und jetzt hatten wir die letzten zweimal, dreimal eigentlich immer so um die 1000 oder knapp über die 1000 Besucher und für eine reine Museumsnacht. Das Theater mischt noch mit, aber sonst sind es tatsächlich die Museen, die Kultureinrichtungen, die der Stadt angehören, ist das eine ganz gute Zahl, finde ich. Und wenn wir das Niveau halten können, vielleicht mal noch ein bisschen ausbauen, also 1500 wären nicht schlecht, das ist so das, was wir gerne erreichen wollen, sind wir auf einem guten Weg. Ja, und inhaltlich sind es nach wie vor, man könnte böse sagen, die alten Kamellen. Auf der anderen Seite sind es aber immer wieder die Dinge, die man einmal im Jahr eben bringen kann. Manche Dinge kann man tatsächlich auch nur bringen, wenn es dunkel ist. Ich erinnere an die dieses Jahr, glaube ich, zum zweiten Mal stattfindende Taschenlampenführung in der Mineralogie, hier genau in dem Haus, in den Kunstsammlungen im Keller. Das funktioniert und flunkert und flimmert halt nur, wenn es finster ist und man hat eine Taschenlampe. Das kann ich tagsüber nicht machen und Museumsnacht gibt es nur einmal. Und das Besondere sind immer wieder so die Schätzchen, die irgendwo mal ausgekramt werden, wie zum Beispiel im Stadtarchiv, die dann manchmal tatsächlich über einen Film fallen, wo sie sagen, Mensch, der ist 60, 70 Jahre alt, den hat vielleicht ein halbes Jahrhundert gar niemand mehr in der Hand gehabt, geschweige denn gesehen. Und das ist dann das Besondere, auch in diesem Jahr, was man wieder bieten kann. Und nicht nur zur Museumsnacht, sondern während der gesamten Festwoche setzt der Verkehrsverbund Mittelsachsen auf mehreren Linien Sonderbusse ein. Insbesondere zur Museumsnacht bringen die Verkehrsbetriebe Zwickau alles Fahrbare auf die Straße und Schiene. Bis 0.15 Uhr wird im 15-Minuten-Takt gefahren. Einzelheiten dazu auf den jeweiligen Webseiten der beiden Unternehmen und der Stadt.